Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, Leute, zum High-Rise City neue Runde. Jetzt fehlt uns wieder Personal oder was? Hier sind wir gerade ganz viele neue Büros gebaut, jetzt haben wir keine Bewohner mehr dafür. Ich setze jetzt aber auch halt mal auf nicht immer nur dieses mega krass besiedelte. Weil da hilft es ja auch nicht, ne? Das Problem ist halt, also das Spiel verlangt von uns ohne Ende Manager. Eigentlich sollte ich nur noch Manager bauen. Alles andere am besten nicht. Nee. Muss ja auf die Reichweite passen immer, ne? Also wir werden jetzt heute versuchen, tatsächlich einmal diesen Zufriedenheitsbutton zu kriegen. Wir haben nämlich dann sehr, sehr viele Forschungspunkte. Und Forschungspunkte ist ja immer gut. Hier arbeiten halt noch nicht genug Leute. Und dementsprechend, ja, also ich glaube 44 war es vorhin. Jetzt sind wir bei 47. Wenn wir jetzt noch die Bildung hier nochmal auf 100 kriegen. Und noch eine Feuerwehr. Was ist das? Ein Einkaufen, okay. Können wir mal kurz gucken, was passiert, wenn wir keine Steuern für die nehmen. Auf wie viel Zufriedenheit kommen wir dann? Unsere Tele ist auch gar nicht freigeschaltet. Wir müssten noch ein Gymnasium hier bauen. Ich glaube... wird den Ansprüchen eh nicht ganz genügen, ne? Spiel gespeichert. Auch noch die große Polizei hier. Geldtechnisch läuft, wir haben schon wieder gleich fast 10 Millionen, also das können wir bezahlen. Hier ist sogar schon Gymnasium, ne? Jetzt wohnen hier aber so viele Menschen, dass sie zwei Gymnasiums brauchen. Gymnasien. Jetzt gucken wir mal kurz in die Forschungspunkte rein. Wie weit sind wir jetzt? Bei 87 sind wir jetzt von 98. Der Rest kriegen wir wahrscheinlich mit Fleisch, ne? Oh, kein Wasser. Hier immer noch nicht genug Arbeiter. Kein Dämmmaterial am Start. So, dann wurde uns empfohlen, dass wir irgendwie unseren Sondermüll wegverarbeiten. Wiederaufbereitungsanlage ist es, ne? Forschungsmission abgeschlossen. Noch da ein bisschen Dreck.
Wir werden ins gute Holzgebiet rein. Reichweite hat er auch nicht genug. Yes, haben wir geschafft. 50 Forschungspunkte, Leute. So, jetzt müsst ihr wieder Steuer bezahlen, ne? Das ist klar. Jetzt können wir auch beruhigt mehr davon bauen. Wir brauchen ja auf jeden Fall im ganzen Schwung mehr Leute von diesen Managern, ne? Wie viele wohnen in einem Haus? Was war das? Ja, gut, 414. Dämmmaterial fehlt es aktuell. Und jetzt können wir überlegen, ob ich die jetzt hier abreißen mal, ne? Theoretisch hier durch die großen. Ist immer noch so halbwegs reichen dürfte. Sowas mit Dämmmaterial. Die Stück könnten abgeholt werden. So, finanziell läuft gut. Wir müssen jetzt irgendwie demnächst gucken. Also wird jetzt natürlich erstmal 145 Forschungspunkte ausgeben. Das ist nice, wenn jetzt einmal noch schnell das Dämmmaterial geliefert wird, aber das Spiel ist gespeichert. Ist Not erstmal egal. Dann müssen wir es halt schon geschickt überlegen, wo wir das investieren. Die Ingenieure bezahlen gut Geld, ne? Die zahlen nur 12%. In Zukunft 14. Jemand ohne Wasseranschluss. Oder wir haben nicht mehr genug Wasser. Der macht Sondermüll und macht das ganze Müll da draus. Okay. Dann sind wir, was das angeht, auch gerettet. So, das Dämmmaterial ist gekommen. Was ist jetzt leer? Stahlbeton mal wieder. Oh, Leute, Leute, Leute. Schon kompliziert. Hier fehlt es aktuell so ein bisschen an Arbeit an. Baut 3 neue Kohlemine. Dann kriegen wir Level 2 Schaffarm. Hier kriegen wir ja nichts mehr hin, ne? Dreckige Industrie. Mal ein bisschen runter subventionieren.
3 Stück sollen wir neu bauen. Dann noch ein weiteres. Hier oben ist ein Kohlegebiet. Machen wir da mal mit Straße rein. Dann müssen wir da wahrscheinlich aber auch wieder ein... Eine Spedition brauchen wir hier. Natürlich wäre es natürlich auch geschickt, wenn man dann gleich irgendwas zur Kohle macht, ne? Zweimal Kohle. Kohle und Eisen. Eisenbarren schmelzen. Machen wir hier nochmal. Ja, aber das nehmen wir aber raus aus dem Bereich. Aber trotzdem so weit vielleicht, dass man es boostern kann. So ein bisschen in Vorbereitung auf noch mehr. Wahrscheinlich gleich merken, dass wir keine. Und so weit kommt wahrscheinlich die Feuerwehr und Polizei nicht. Spiel gespeichert. Ja, aber die Kohle ist halt ein gutes Gebiet hier. So, hier brauchen wir jetzt auch noch wieder so ein hier Umspannwerk. Wir sind schon wieder jetzt im Strommangel drin. Es sind neue Gebäude verfügbar. Nee, noch nicht. Sind eher so im Arbeitslosen, also ne, zu wenig Arbeiterbereich drin. Hier bauen wir die Manager. Und hier ein paar von den anderen, ne? Schon wieder hammer viele Büros, die fehlen. Warum? Auslastung 34%. Achso, die U-Bahn-Linie. Aber egal, ich wollte jetzt meine Forschungspunkte ausgeben. Also müssen wir erstmal gucken, ne? Stadtgebiete kaufen ist erstmal egal. Schaltet Gebäude Gezeitenkraftwerk frei. Das Gezeitenkraftwerk nutzt die Wasserströme in Küstennähe, um eine sehr große Menge Strom zu erzeugen. Hört sich interessant an.
Fusionskraftwerk, gegenseitige Verstärkung. Effekte Verbesserungsgebäude gleichen Typs überlagern sich. Also das wäre, glaube ich, auch interessant, weil viele Gebäude sich mittlerweile überlagern von diesen Verbesserungsgebäuden, dass wir da noch mehr boostern. Ne? Schon interessant. Gleich kommt auch noch 15 Punkte für Klamotten rein. Also wenn ich jetzt an Strom denke, ich könnte theoretisch diese riesengroße Solarbranche da gut mal wegkriegen, ne? Weil die nimmt so viel Platz weg da oben. Und dann kann man vielleicht Stück für Stück umbauen und Kohle da wegkriegen, weiß ich noch nicht genau. Aber diese ganze, hier ist nämlich die ganze Kohle und hier ist die ganze Solar. Aber wir mussten auch noch eine neue Weizenfarm bauen, ne? Oder die zum nebulidischen Technologie technologisiert. 600% hat das Gebäude, ne? Muss ich auch mal vorstellen. 600%. Ja. Das andere, das läuft alles von alleine. Ich könnte auch für 30 Punkte noch schnell ein bisschen billige Straße bauen. Aber egal. Also dann wären 70 Punkte schon weg. Ein Stadtgebiet, ein günstiges Stadtgebiet. 2% zufriedener, bringt uns jetzt auch nichts. Zonenbaukosten reduzieren sich um 20%. Ja, ich glaube, ich muss mal so ein bisschen. Zonenbaukosten sind eigentlich 20% weniger, wenn ich jetzt Managergebäude bauen möchte und so weiter. Das wird da, glaube ich, mal ein bisschen, ne? Reduziert die Produktion von Luftverschmutzung. Erhöht die Lagerkapazität von Müllzonen. Mieteinnahmen erhöhen sich um 10 und die effektive Gesetzen. Gebäudebaukosten. Kleine Wasserpumpe, Produktionskapazität von großer Wasserpumpe. Kleine Solarkraftwerk macht deutlich mehr. Großes auch. Zonenbaukosten reduzieren sich nochmal um 20 und um 40. Da sollten wir hin, wenn wir wirklich günstige Managerbereiche ausbauen wollen. Müssen wir definitiv erhöht die Lager. Müssen wir auf jeden Fall den machen. Weil sonst komme ich ja nicht dahin. Muss ich den machen. Punkte bräuchten wir jetzt noch für die erste, weil das macht echt viel aus. Die Ressourcenkosten für diese Zonen, diese Managerzonen, die sind so hoch. Und ich meine, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal kein Wasserproblem mehr, ne? Müllkapazität auch nicht und wir könnten noch ein Stadtgebiet kaufen. Zwei müssten wir kaufen, wenn wir... Ich kann noch 5 kaufen, aber es kostet halt 6 mehr und kostet so ein Gebiet. Das nächste kostet dann nochmal wieder mehr, ne? Lehm und Eisenerz. Titan, Edelsteine, Kohle und Lehm. Das ist ein interessantes Gebiet eigentlich. Das können wir einfach mal kaufen. Das nächste würde jetzt 10 Millionen kosten. Man wird es aber gleich sehen, dass wenn man jetzt sich so einen anguckt, dass es nicht mehr irgendwie, guck mal, sonst gerade eben, glaube ich, waren es noch 8 oder so, jetzt sind es nur noch 6. Und wenn wir das nochmal halbieren, macht es echt nochmal einen Unterschied. Das geht meistens nicht um die Euro, sondern geht um die Ressourcen, die wir da auch brauchen. Wir haben wieder ein Büros. Holz erholt sich langsam. Getreide nicht, ne? Getreide müssen wir mal gucken, damit wir auch hier wieder was exportieren können. Ja, Wasser haben wir jetzt einen mega Schub gekriegt natürlich gerade.
Straße könnte man mal voll machen, ja. Ich denke, das macht Sinn. Stahlbetonmanufakturen, zwei Stück bauen, dann können wir eine kleine Glasschmelze upgraden. Also Stahlbeton ist natürlich so ein bisschen der Rohstoff der Zukunft, ne? Das ist schon richtig. Bauen wir einfach zwei davon. Und dann werden wir schauen, was wir denn wieder an zusätzlichen Rohstoffen brauchen werden. So, was war jetzt zweimal Stahlbetonmanufaktur? Ist langgezogen. Ich muss jetzt sparen, wir müssen diese Manager kriegen, weil sonst komme ich hier nicht voran. Ich kann nicht immer mehr Ingenieure bauen, nur weil Ingenieure günstiger sind. Das geht nicht. So, jetzt muss ich mal überlegen, diese Industrie jetzt wirklich mal umzubauen, oder? In der nächsten Folge. Ich glaube, wir ziehen da mal durch. Mich nervt das hier nämlich. Problem ist, wenn ich es abreiße, ist ja auch immer viel weg. Und hier haben wir auch so viel verschwendetes Land. Normalerweise könnten wir den weißt du hier noch? Dämmstoffhersteller deutlich vergrößern, wenn wir es ein bisschen geschickter positionieren würden. Und die LKWs könnten schneller fahren, wenn sie mehr auf der großen Straße hier fahren. Holz ist hier ja, glaube ich, sowieso überall. Also ob der jetzt hier mit 187 steht. Oder dann vielleicht gleich mal irgendwo anders hier schon mal eine große ransiedeln. Natürlich muss man die Technologie und Booster und so weiter bedenken. Forschungsmission abgeschlossen. Ach, die Dinger. Guck mal, jetzt können wir hier die Solar wirklich verbessern. Was ist denn, ne? Zonenbaukosten, ja. Ist das eigentlich das Richtige? Das ist ein öffentlicher Verkehr. Unterhaltskosten reduzieren, also wenn wir auf der Kostenseite wieder bremsen müssten. Rohmaterialverbrauch von allen Industriegebäuden wird um 4% verringert. Der Rohmaterialverbrauch von, das ist aber auch ein dicker Boost, ne? Industriegebäude verbrauchen 40% weniger Wasser. Ressourcen benötigt. Naja, das ist das. 50 Punkte brauchen wir jetzt noch. Also wir haben das in der Hinterhand, dass wir mit Straßen relativ schnell uns 30 Punkte holen können. Und dann können wir es kriegen. Aber wir brauchen 50 Punkte für die erste Stufe. Ah, sind schon coole Forschungsupdates noch.
bis am Ende der Folge, Leute. Mal gemacht. Forschungspunkte ausgeben. Und beim nächsten Mal werden wir gucken, dass wir hier umbauen. Ne? Ich möchte wirklich diese Holzindustrie mal überwiegend an breite, große Straße rankriegen. Das ist ja alles Holz hier, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Ist doch alles Wood, ne? Alles. Ja, zählt doch alles als Top-Holzgebiet hier, genau, alles schick. Dann können wir die ganzen Holzfäller, wenn wir hier rüberpacken, die Bonusgebäude ziehen wir dann mit. Und die ganzen Köhlereien kommen dann hier mit ran, meinetwegen. Der dann eigentlich so, das ist glaube ich die Polizei. Nee. Die kommen auch langsam aus auf Reichweite hier. Mehr Beton brauchen wir. Beton kommt von denen, ne? Strom nochmal umbauen, dann könnten wir hier noch so ein Zementwerk ransetzen. Das liegt daran. Und hier, wie gesagt, Dämmmaterial können wir ohne Probleme vergrößern. Schafe farmen. Jetzt fehlen wieder Büros. Ungewöhnlich. Brauchen wir erstmal ein paar Wohnhäuser. Das ist nochmal ein richtig großer Batzen. Dann tut sich jetzt auch langsam was an dem Stern. Ne? Bei 11.000 von 50.000 sind wir. Und das wird jetzt Stück für Stück günstiger. Ne? Die nächste Schiene. Wir müssen halt ein bisschen was produzieren. Kriegen wir aber hin. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.